Das Evangelium vom dritten Fastensonntag ist dem 13. Kapitel des Lukas-Evangeliums entnommen, die Verse 1 bis 9. Zur gleichen Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Und er antwortete ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms am Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis: Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt, und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer: Siehe, jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Dieser Abschnitt am Anfang des 13. Kapitels im Lukas-Evangelium zeigt uns Jesus deutlich auf dem Weg nach Jerusalem. Die zeitgenössischen Ereignisse weisen ja schon auf Jerusalem hin. Pilatus, der dort die Pilger aus Galiläa getötet hat, oder die 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms am Schiloach erschlagen wurden. Und auch die drängende Mahnung Jesu steht dafür, dass hier die Dinge zur Entscheidung drängen. Der erste Teil dieses Abschnitts, wo es um den Hinweis auf die zeitgeschichtlichen Ereignisse geht, ist Sondergut des Evangelisten Lukas, findet sich also in den anderen Evangelien nicht. Wir können diese beiden zeitgeschichtlichen Ereignisse auch nicht klar identifizieren. Bei Flavius Josephus werden uns einige Gräueltaten und Gewalttaten des Pilatus berichtet, aber diese genaue Aktion, von der hier die Rede ist, ist nicht überliefert, genauso wenig wie der Unglücksfall vom Einsturz des Turmes beim Schiloachteich. Es geht einfach um Ereignisse, die den Zuhörern Jesu offenbar bekannt waren, die er aufgreift, und er tut es in typisch prophetischer Sprache. Er nimmt die zeitgeschichtlichen Ereignisse als Hinweise für das anstehende Gericht Gottes. Nicht der, der von den Katastrophenereignissen unmittelbar betroffen ist, ist allein der Sünder, der Schuldige, sondern die Katastrophen sind Hinweise, aufrüttelnde Anzeichen, dass das Gericht Gottes für alle naht. Ihr alle werdet ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Beim zweiten Teil, ab Vers 6, dem Gleichnis vom Feigenbaum im Weinberg, gibt es ja eine interessante Parallele aus dem Markus- und dem Matthäusevangelium. Im Markus-Evangelium lesen wir im 11. Kapitel, als Jesus schon unmittelbar in der Nähe Jerusalems war, dass er einen Feigenbaum, sah, der keine Früchte trug und dass er diesen Feigenbaum dann verfluchte: In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Die meisten Exegeten nehmen an, dass eine ähnliche Überlieferung dem Evangelisten Lukas wohl bekannt war, dass er sie aber in seinem Evangelium doch deutlich anders gestaltet hat. Hier ist nicht von einer Verfluchung des Feigenbaums die Rede, wie im Markus-Evangelium, sondern hier wird das Ganze in ein Gleichnis eingebaut. Ein Feigenbaum steht im Weinberg
Und als er keine Früchte trägt, wird er nicht einfach umgehauen und auch nicht verflucht, sondern der Winzer bittet um einen Aufschub. Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Auch dieses vielleicht ist typische prophetische Sprache. Vielleicht geschieht Umkehr. Vielleicht werdet ihr die Gnade Gottes wiederfinden. Vielleicht wird er euch Heil schenken. Immer wieder bei den Propheten finden wir diese sehnsuchtsvolle Erwartung, dass die Umkehr der Menschen Gott bewegen kann, dass er von seinen Gerichtsplänen ablässt und den Menschen Heil schenken kann. Das passt nun natürlich auch für die Situation der Annäherung Jesu an Jerusalem. Er ist eben noch nicht da. Die Zeit der Umkehr besteht noch. Es gibt noch eine Frist, bis die Dinge zur Entscheidung drängen. Der Exeget Joseph Fitzmaier schreibt in seinem Kommentar zum Lukas-Evangelium dazu: Als Fortsetzung der vorangegangenen Bemerkungen Jesu über die Reform des Lebens nimmt das Gleichnis eine deutlich unheilvolle Richtung an. Die Galiläer mögen durch die Bosheit eines Menschen gestorben sein, die 18 Jerusalemer durch Zufall, sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber der Feigenbaum wird ausdrücklich aufgrund von Untätigkeit und Unproduktivität sterben. Auf lange Sicht wird dies die größere Sünde sein. Die Schuld, die sich aus dem eigenen Zögern oder der eigenen Unentschlossenheit ergibt, ist größer als die, die der Tod durch die Hand eines anderen oder ein unerwartetes Unglück mit sich bringt. Das Gleichnis Jesu unterstreicht also, dass die letzte Gnadenfrist gewährt wurde, um dieses Zögern zu überwinden.